Servus, Hallöchen. Ich habe mal wieder ein neues Spielchen rausgewühlt. Das heißt neu, das ist eigentlich aus dem Jahre 2012. Nennt sich Continent of the Nine Seal. Eigentlich ganz kurz und knapp 9C genannt. Beziehungsweise T9. Ja, ich habe es damals schon mal gezockt. Ich habe mir mal ein Steam-Account das Spielchen mal wieder gesehen. Und dachte mir, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich könnte mal wieder reingucken. Und dann dachte ich mir, warum nicht gleich auch ein Let's Play drüber drehen. Ja, bevor ich hier weiter in Erinnerung schwelge, würde ich mal sagen, ich zocke es mal eben, beziehungsweise connect, dann fliege ich wieder raus. So, hier sieht man schon, das ist mein alter Charakter, die Witchblade. Aber ich würde sagen, wir machen mal eben einen neuen Charakter. Quick Character. Ich habe es damals auch noch ein bisschen angezockt, wie man gesehen hat, ich war Level 5. Fighter, Hunter, Schaman, Witchblade war ich. Jetzt wird ein Magic. Die fighten nämlich mit beiden. Das ist eine Kombination aus Fighter und Magier. Mystics sind wie immer eigentlich die Heiler-Klasse. Wie Schaman auch. Mystics unterstützen aber auch noch gleich im Kampf. Schaman. Ich habe immer auch so kleine Helferchen dabei, wofür ich noch in Erinnerung habe, die sie rufen können als Unterstützung. Hunter ist ja so ein Bowmensch, da stehe ich eigentlich voll nicht drauf. Ich glaube, ich mache heute einfach mal einen Fighter. Shoes. Name. Manero, wie immer. Face Strong. Hook ihnen an voll aus. Was? Face gibt's wie immer sehr viel Auswahl. Nehmen wir so ein kleines Mädchen. Was mal das? Skin Color. Bisschen dunkler. Richtiges Weißbrot wollen wir auch nicht. Schwarz, ne, muss auch nicht gerade sein. Aber bei der Farbe. Können wir auf Face. Augen. Nase. Ja, das machen wir so. Zentimeter vielleicht. Und Lippen, ja, schöne Augen, aufgespritzt mit Botox. So. Hacken, na, sieht ja aus wie ein Muppelchen. Nee. Kinn, ganz klein, hat keins. Auch ein Kinn. Was ist das? Ach, die Wangen. Das haben wir nochmal. Gucken wir mal rundherum. Ja, ist in Ordnung erstmal. Lippenfarbe, natürlich pink. Jo. Das war normales. Augenfarbe. Pink Augen. Sexy. Machen wir rot, blutrot, das war geil. Style, Haare. Was haben wir denn hier alles? Kann ich auch so durchwählen? Ich muss wirklich auf jeden draufklicken. Die ist auch schon fresh. Flame Dreads, Semi-Wave, was ist das? Rockstar. Ist klar, ich habe eine Blume im Kopf, was ist das denn? Habe ich auch noch in keinem Spiel gehabt, wenn ich eine Blume im Kopf haben kann. Nee, das muss nicht sein. Das muss auch nicht sein. Was ist das für ein Ding? Oh. Sturmfrisuren hier. Snake, eine Schlange, warum nicht? Wolf. Ich viel Auswahl hier. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Flammending am Kopf, vielleicht. Mehr oder weniger. Sieht ja ein bisschen komisch aus. Einfach eine Blume.
ein bisschen komisch aus. Egal, nehmen wir jetzt einfach mal. Schön Türkis, Rot, Pumuckl. Also, passt schon. Was ist das? Aha, Länge kann ich sogar bestimmen. Passt schon. Tattoos. Sehe ich die? Auch so kalt im Gesicht. Nein, bloß nicht. Nö. Das steht nicht toll. Also, was auch. Ach, Buddy, können wir auch noch machen. Bisschen größer, sind ja ein Krieger. Ich hoffe, ob so ist. Ist Schultern. Auch ein bisschen breiter. Arme. Alles gesundes Mittelmaß. Beine, Jo, Hands. Feet. Den nehmen wir. Great. Yes! So, Start Game. Dann schauen wir doch mal. Ich hoffe, ich habe es nicht so lange vergeudet mit der Erstellung. Man sieht, schon, die Server sind auf jeden Fall sehr ausgelastet. Hier sowieso. Nein! Wollte gar nicht drauf. Lex for the win oder was? Ach ja. Wenn man einmal aus Versehen irgendwo draufklickt, alles zu spät. Komm, du darfst ruhig mal schneller laden. Juhu! War sweeps across Glenheim like fire. Monsters vanquished long ago have suddenly returned, and terrible dangers plot secretly in the darkest corners of the world. These forces bring violence and uncertainty to the kingdom of Tempera. Yet, from chaos comes courage. Long ago, a mighty hero named Akalon led his people against the oppressors and rid the world of tyranny. United under his name, the kingdom of Tempera was born. Lost when King Acheron suddenly disappeared. Vast hordes of monsters creep from the darkness to destroy Tempera and now threaten the quiet town of Waterford. We cannot hold out much longer. The world needs to grow. Our hope now rests on this brave soul. Be our champion and save Glenheim from ruin. Mouse movement left and right. Okay. Yes. Funktioniert. Was wir als Geo need to move. Ding 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 ding. Funktioniert auch. Left click to your primary attack. Bam. Jetzt. Darf ich angreifen? Bam. Combo. Yes, I can. Schild attack. Still not ready yet. No. Sugars. Yes. A plus space. Zack. Jump. Fort. Keine Vertonung. Furz, das ist mein Name. Furz. Passt.
I'm on my way to Waterfalls. Wait, you must be waiting. Hey, I am Forrest, the hero of Waterfalls. Dieser Name, ne? Ist so Bestrafung für jeden. Hallo, redet man nicht so viel. Oh, Maske. Juhu. Da läuft auch einer. Oh, hier ist Chip in Monkey. Kill all enemies. Damn, gib ihm. Anyway. Gib ihm. Nein, na, hold up. Bleibst du wohl hier? Wo bist du? Warum? Das dauert immer so lange, bis wir geredet haben. Trainer Edmond. Du. Also unsere erste Mission haben wir schon geschafft. Ich habe ja doch alle die Gespräche drin im Systemchat. Kommt. Ja, da geht's. Ja, wo rennen wir raus? What, left or right most? Maybe Sue. Hello. Morris. Klein werde in der Town. Fein, Forts. Dann gehen wir mal wieder den Forts suchen. Muss ja fair sein. Bam, bam. Das hast du eben erstmal den ganzen Schwachsinn hier auch. Gut. Oh, mein Inventory, wenn ich press, came. Okay. Hey, das war. Action Booyah. Gucken wir mal. Inventory. Wie denn hier? Wir haben 24 Plätze. 24 Questplätze und Cash Items. Das war wieder nicht ein super großes Inventory. Wäre mir hier scheinbar auch ein Navi zu haben, was man zeigt, wo ich hin muss. Mhm, jetzt müssen wir da unten mal ein bisschen durchfallen. Okay. Das war's, Kindchen rennt. Machen wir doch mal. Zack. Rescue Forts. Also Forts. Stimmt da sowieso alle. Pink Potion. Fertig? Soweit? Scheint so. Ja, du. Ich soll da auch eine Taste geben, wo man hier reden kann, ey. Erstmal einen Tritt geben. Jo. Es gibt Foreboding. Was ist denn? In hier? Ah! Accept. Press Kick Tutorial. Press L. Follow Steps. Jo. L. Tutorial. Press Kick. Kennt man. Press Kick plus H. Plus. Press plus F. Mhm. So.
schlecht. Oh, spielt mir keiner. Nee. Ich muss das lernen. Lass mir das jetzt nicht erklären. Risky. Dann. Juhu! Wie? So. Yes! Lose. Und now, weiter geht's. Ja, meine Gegner voll wegsammeln. Das ist mein Auftritt. In your ass. So. Jetzt? Morris! No. Complete. Jetzt? Von mir? Sepp, Kalk von Morris. And now? Low, loading! Der Shit, der geht richtig ab. Hallöchen, wo sind wir? Ah, jetzt sind wir in der Spielerstadt. Wow, da ist auf jeden Fall eine Menge. Einmal so zu unterschätzen, das Ganze. So, da ich das Tutorial jetzt mit euch mal eben kurz verstanden habe, nehme ich hier die Aufnahme, wenn ich hier mal. Ich glaube, ja, die Zeit, die passt sogar. Die erste Aufnahme für ein Spielchen. Und ich würde sagen, wir machen dann mal in der nächsten Folge wieder zusammen weiter. Wenn ihr Lust und Laune habt, ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben, Däumchen nach oben geben. Wenn sein muss, auch ein Däumchen nach unten, aber er hat was schon gerne. Ja, ich würde sagen, dann mal bis zum nächsten Mal.